Hey Kinders, was geht bei euch ab? Hello Team. Hi Gabi. Hey, warum geht ihr jetzt auf B, ihr Pisser? Und ist mit? Zu B. Coming B. Zu mit. Ja, es ist schon wieder das 2 angesagt und ich hoffe, ich reiß jetzt hier ordentlich was. Die erste Runde ging jetzt ja schon mal in den Arsch, aber hart. Ich gehe auf jeden Fall ins Short, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Also wenn, dann Short. Mitte auf keinen Fall. Wow. Von vorne und von hinten genudelt. War es ein Fehler, das 2 zu wählen? War es das? Nee. Nee. Oh, komm! Warum? Ich schaff's extrem oft, den ersten Schuss in den Kopf zu geben mit den Pistols. Aber danach treffe ich nichts mehr. Warum ist denn so, weißt? Komm, geh zusammen drauf. Mann, ärgerliches Spiel hier. Ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht und einen ganz guten Win eingefahren mit über 60 Punkten. Und jetzt würde ich hier schön mit 0 versagen. Nee, ich will mir! Leute, force dir! What? Ach komm, wir können doch jetzt nicht forcen. I'm going long. Scheiße. Oh mein Gott, was mache ich? Habe ich ihm noch gegeben? 57 in 2? Habe ich überhaupt geschossen? Nee. No, I go B. Es sagt so hart, dass sie jedes Mal woanders hingehen, ne? Könnt ihr nicht einfach was ansagen und da stehen bleiben? Für immer? Egal, ich gehe B, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe. Diese das 2 Runde reicht jetzt auch wieder für ein paar Jahre, auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wie scheiße es dann direkt läuft. Oh, ich habe Nate-Kill gemacht, habe ich gar nicht gemerkt. Nein! Leck mich am Arsch! Ah, fuck. Ich habe vorne von hinten nicht mehr unterscheiden können. In der Smoke und dann noch double geflasht und dann noch von mir selbst geflasht. Das war eine richtig schöne Das-2-Zerstörung. Warum kaufen die jedes Mal runter mit Crap-Waffen? Der eine hat sich einfach jetzt ein Deagle-Setup geholt. Ist der dumm? Nice shot. Okay, kommen nur noch 2. Bitte, lasst uns eine Runde holen. Jungs. Nice. Klar ist bei 7 nur noch nichts verloren, aber es ist einfach kacke, sich da wieder rauszuwinden aus dem Loch. Vor allem, wenn die Mates sind jede Runde forcen. Oh mein Gott. Aber die haben auch alle durchgesprayt, also... Unlucky. Und ist Thomas? Ach komm, stirb! Er hat 100 pro No Life mehr. Das gibt's doch gar nicht. Die kommen jetzt von Mitte zu mir hoch. Nicht gleich genudelt. Jawohl. Fuck! 22 in 1. Oh, einer kam noch von Short. Oh, scheiße. Das war eine scheiß Idee, close zu gehen. Turn B. Okay, wartet mal. 3 gegen 3 könnte ja noch gehen, ne? Aber es sind wieder alle von, oh, nice. Von B verschoben. Auf B könnte nach wie vor noch einer sein. Oh, die Bombe ist down. Nice. Sehr gut. Schade. Und wir haben schon wieder den ersten, der hier von Cheats labert. Was für eine Pussy, Mann. Wir sind einfach sau schlecht. Guck dir doch mal die Duelle an, die wir die ganze Zeit verlieren. Und dann haben wir noch nicht mal einen Mitspieler. Und unser Shortmann ist auch nicht so der Bringer, oder? Wie heißt der Kerl? Ja, der ist auch schon wieder tot. Oh. Easy Katka. Oh! Alter, Aimbot-like! Das war schon nicht schlecht, meine Damen und Herren! Gut, ich habe eine AK, damit kann ich ordentlich reinpimmeln. Nein! Scheiße, Mann, ihr Wichser! Okay, habe ich gut geholt, ja? He's going City now, I think. Or B. Nice, er ist down. Sehr gut. Um fair zu bleiben. Es liegt natürlich nicht in der Map, dass wir verlieren. Ich verbinde mit der Map einfach ein ekliges Gefühl, was mich natürlich dann auch einfach schlechter auf der Map spielen lässt. Ich sollte diese schlechten Gedanken ausblenden, dann würde ich auch nicht schlechter werden, Map-bezüglich, ja. Aber jeder kennt... Fuck! Aber jeder kennt es. Man hat ja auch seine Lieblingsmap, auf der man meistens sehr gut spielt, weil man sie eben gerne spielt, ne? Da ist gleich einer. Oh, jawoll. Die Decoy-Flash hat wie immer funktioniert. Geil. Scheiße, Mann, die ganzen Flash. Kann ich mal aufhören? Warum hat's gehört? Das ist schrecklich. Leute, das ist so eine Pressung hier auf das 2 wieder. Tür und Short. Eins kann ich schon mal sagen, die Teammates sind zumindest vom Callen her sehr nice. Und der Schuss war auch nicht schlecht. Ich dachte noch, okay, der ist verloren. Es sind noch 2, es könnte einer langkommen. Guck mal, wie A komplett offen steht. Okay. Was von Short? With Ops. Nice, er holt ihn. Ich hoffe, wir machen eine 10-5, obwohl das trotzdem sehr schwer wird. Ich hätte schwören können, mir hat CT bei das 2 immer deutlich besser gefallen und es fiel mir auch leichter zu spielen. Zwei springen. Ja! Habt ihr das gesehen? Nichtsdestotrotz wird das jetzt wirklich ein Geschwitze.
Das ist das gleiche Sucht. Weiter, weiter, weiter. Jawohl, jawohl, jawohl. Jungs, gut, gut, gut. Nein, nein, nein. Da habe ich gefailt. Man muss aber sagen, der Hauptgrund für diesen, zumindest für dieses extrem schlechte Ausgehen dieser Runde war, dass der Bombenleger auf Plateau gegangen ist und da rumgeschossen hat, anstatt Richtung Spot zu gehen und zu planten hinter der Kiste. City. Ah, scheiße! Ja, still City. Schon wieder der Bombenmann. Short ist komplett frei. Mitte habe ich gelegt. Zwei gehen auf Short. Was denkt sich die Bombe? Ich gehe lieber hier lang. So brauche ich 20 Sekunden länger und sorge für den Loose. Wie kann man nur so scheiße sein? Warum? Wenn alle von Short gekommen wären, hätte er schön für Short gelegt und wir hätten höchstwahrscheinlich gewonnen. Das KB. Nice. Meine Infotunnels. 12-5 ist schon wirklich eine ganz, ganz blöde Ausgangsgeschichte. Ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe. Ach, fickt euch. Ich habe ja genug Geld. Naja. City. Nein! Nice, nice. Oh mein Gott, hat er mich gerade gerettet? Leck mich am Arsch! Es ist wirklich ein geiles Spiel. Nichtsdestotrotz denke ich irgendwie nicht so an den Sieg hier. Die Gegner brauchen einfach nur noch viermal rein zu lacken und schon haben sie gewonnen. Bei uns muss das doch schon öfter noch geschehen. Aber hey, irgendwie läuft es auch gerade. Ja! Okay. Side is down, I got a plan for sure. Okay. Ich hatte aber recht, Patrick. Aber nicht hier stehen bleiben zu zweit. Ich denke, dass er von Long kommt. Ich weiß. Oh, zum Glück habe ich einfach schon diese Intuition gehabt. Und ich habe kurz mit mir gekämpft und mich doch fürs Richtige entschieden. Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich habe kurz überlegt, wie ich wegkomme. Ich wollte schnell hoch auf den Spot und mich verpissen. Selbst als er da war, dachte ich noch kurz drüber nach, hochzuspringen. Wisst ihr, so, oder zack, dann wäre ich 100% verreckt. Thomas Window. We can go now, guys. Boom. Ich habe vor kurzem mit Big Wallen über Dust 2 gesprochen und auch mit Forti so ein bisschen über Dust 2 gesprochen. Und natürlich muss man der Map einfach zugute halten, dass man sie höchstwahrscheinlich schon bis zum Erbrechen gespielt hat. Das heißt, man kennt sich extrem gut auf der Map aus und kann auch schon Spielverhalten vorhersagen und so weiter. Wenn ich in meine Statistiken reinschaue, steht sogar als Favorite Map Dust 2 drin. Nach wie vor, weil ich Dust 2 halt schon sehr, sehr oft gespielt habe. One is low mid. Ah, scheiße, er kommt echt gerannt. Ich wollte den AWP jetzt mit dem Molly beschäftigen und dann den on-site killen. Und dann kommt er einfach. Oh! Angehittet! Okay, die holt er noch, die holt er noch. Easy Double Kill. Es sind immer noch drei jetzt! Oh, scheiße! Ich dachte, das sind die... Ah, schade. Nice try. Ich dachte, das wären die letzten, ne? Die letzten, die man da eben gesehen hat. Und es sind trotzdem noch drei insgesamt gewesen. B war die letzten paar Runden echt gut für uns. Vielleicht kriegen wir nochmal was gebacken hier auf B. Wir schauen mal. Oh, da ist ja ein Molly. Ach, komm. Ja... Pfeifedeckel, Jungs. Das müssen wir noch gebacken bekommen. Ich will jetzt hier nicht einfach heillos untergehen. Oh mein Gott, er holt mich an, zoomt. Vielleicht kann er so holen und auf B gehen. Oh mein Gott. Das war haarig, aber ich wäre auch auf jeden Fall durchgegangen. Ich finde sowas dann, also wenn es wirklich um die Bombe geht, voll bescheuert, wenn man dann, naja. Wie viel Life hat er noch gehabt? 57? Mann, er regt sich wieder über die Hexe auf. Ich regel jetzt hier einfach, boom. Jetzt hole ich halt die Runde. Aus allen drei Löchern kommen sie gleichzeitig und ich stehe so, dass man mich von allen drei sieht. Bin ich dumm? Warum mache ich das? Egal, guck mal, 65 Punkte, das geht eigentlich, ne? Also, ich denke, es kann gar kein Downrank sein. Das andere war ja eben ein sehr guter Win, den ich da eingefahren habe, also von daher. So, wie sehen die Ranks aus? Okay, auch wieder sehr ausgeglichen. So viel zu meiner frischen Das-2-Erfahrung. Ich denke... Ganz klar, natürlich, wenn ich im anderen Team gewesen wäre, wäre die Erfahrung auf jeden Fall positiver verlaufen. Wobei mein Team jetzt auch nicht ultra schlechter. Wir haben es halt einfach nicht geschafft. Wir haben es nicht reißen können. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.